Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Das rappt irgendein deutscher Popstar. Nach einigen Schrecksekunden eine große Aufregung darüber und auch bei mir schiebt sich das. Also, ich denke mir, komm, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Aber es geht so nicht. Also, ich kann es nicht von mir wegschieben. Wir dürfen das nicht von uns wegschieben. Das ist weder lustig noch geistreich noch irgendwie revoluzerhafter Widerstand, der cool wäre, sondern das ist einfach, und wenn man denen insgesamt zuhört, sexistischer, antisemitischer, chauvinistischer Scheiß. So soll man es sehen und auch so soll man es auch bezeichnen, finde ich. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft hier, bin ich durchaus ein Freund von deftigen Worten ab und zu. Ja, man, und die Jugend soll aufbegehren und Rap ist immer ein bisschen puh. Aber es ist jeder immer für sein Tun in der Pflicht. Und wenn wir sehen, dass die antisemitischen Vorfälle im Vormarsch sind, wenn wir sehen, dass auch die anti-islamischen Vorfälle im Vormarsch sind, wenn wir sehen, dass die Polarisierung der Gesellschaft insgesamt voranschreitet, dann müssen wir einerseits hinschauen, wegschauen ist keine Option, zu sagen, boah, nicht wieder das an oder wir dürfen es nicht kritisieren, weil das wäre dann irgendwie, das geht aus politischer Korrektheit nicht, im Falle von migrantischem Hintergrund. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir gemeinsame Werte haben. Da ist die Religionsfreiheit in unserem Herzen. Da ist der Respekt füreinander in unserem Herzen und Teil unseres Fundaments. Da ist die Gleichwertigkeit von Frau und Mann in unserer Verfassung und in unserem Fundament tief eingemauert. Die Rechtsstaatlichkeit ist hier unverhandelbar und die wird von vielen Seiten unterhöhlt im Moment. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Von der polnischen Regierung über Orbán, diese Art von Unterhöhlung von islamistischen Parallelgesellschaften, die nicht die Rechtsstaatlichkeit hochhalten, sondern irgendwelche religiösen Regeln über alles andere stellen und dann die Leute damit drangsalieren. Und dann halt irgendwie verschrobene Rapper, die glauben, es ist super cool, mit offen antisemitischen Texten hier irgendwie die Jugend zu bespielen. Also ab und zu bin ich da auch selbst ein bisschen hilflos, wohin das führen soll, aber das ist nur eine Schrecksekunde und die muss man auch wieder wegdrücken. Jeder von uns kann da was tun. Jeder von uns kann sensibel sein. Auch in die Empathie gehen, ins Mitgefühl. Wenn 6 Millionen unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor mehr als 70 Jahren getötet wurden, dann ist es weder irgendwo ein Reibebaum für einen lustigen Rappertext, noch ist etwas, was wir jemals vergessen sollten, sondern das ist auf immer eine Mahnung. Es kann jeden erwischen. Gestern Jude, heute, ich weiß es nicht, in manchen Ex-Staaten der Sowjetunion werden Schwule gejagt wieder, weil sie schwul sind. Also, wir müssen uns das immer wieder erkämpfen. Und wichtig ist, dass wir das mit demokratischen Mitteln machen, gewaltfrei, aber aus einem inneren Ort der Klarheit heraus, wofür wir stehen, worauf unsere Freiheit auch fußt. Das dürfen wir nie auslassen, sonst haben wir sie verloren.